Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator. Wir haben uns in der letzten Folge mit der Mähtechnik angefreundet und werden heute ein bisschen hier den Rasen mähen und dabei mal schauen, wie wir vorankommen. Ich hoffe mal, dass wir für die Silage ein bisschen Geld kriegen, weil so langsam müssen wir auf den grünen Zweig kommen. Mit diesen beiden kleinen Handtüchern von Feldern kommen wir einfach nicht so schnell voran, wie ich das hier gehofft habe. Piep, sagt er. Piep heißt, glaube ich, er ist fertig. Na, noch sagt die Anzeige, er ist nicht fertig. Jetzt ist er fertig. Gut. Ah ja. Mähen wir jetzt hier den Seitendings mit? Nee, der bleibt stehen. Okay. Na, Trecker. Also ich glaube, was ich hier zusammenmähe, vielleicht sollte ich erst mähen und dann mit dem Ballenwagen hinterherfahren und das einsammeln. Weil beides zusammen scheint er irgendwie nicht so auf die Reihe zu kriegen. Ah, hier ist mein Feld zu Ende. Da machen wir mal eine schnelle Wendung. Miep, miep. Der piept aber ziemlich früh. 8. 4000. Gut. Rundballen abladen war hier. Quiek, quiek, quiek. Roll, roll, roll. Ja, so muss es sein. Zack. Raus mit den Ballen. Und weiter geht die Fahrt. Super. So, hier oben haben wir gesagt, ist Schluss. Das heißt, es geht jetzt hier drüben weiter. Oh Gott, da werde ich nachher Kleinzeug einsammeln müssen. Ja, super. Ah, aber es geht voran mit der Ballentechnik. Kein Zugang zu diesem Land. Jawohl. Ha, das wäre schön, hier mal so kräftig durch den Nachbars Acker flügen. Und dann sagen, tut mir leid, war ein Versehen. Na, 4000. Zack, und weiter geht's. Oh Gott, also ein Schönheitspreis kriege ich für dieses Gemähte etwas hier nicht.
Das sehe ich jetzt schon kommen. Aber egal, mir geht es darum, dass hier Rasen Silageballen hergestellt werden und nicht, dass es schön aussieht. Zum schön aussehen gibt es andere Spiele. Minecraft zum Beispiel. Da kann man schöne Häuser bauen. Schöne Burgen. So. Ist Schönheit eigentlich effizient? Ich meine, du hast keinen Zugang zu diesem Land, das weiß ich. So. Wenn wir mal versuchen, jetzt hier effizient und schön genau an die Strecke anzuschließen. Dazu muss ich jetzt erstmal gerade sägen. Und jetzt fahre ich geradeaus weiter. So, jetzt bleibt da drüben zwar was stehen. So. Okay. Jetzt können wir hier wenden. Ja, der versucht jetzt sogar im Wald zu mähen. So. Na komm. Das Stück noch? Reicht das? Nee, reicht nicht. Wo geht's jetzt hier weiter? Ach, hier drüben. Okay. Oh, da wächst was. Da wächst was. Wir müssen aufpassen, dass wir hier unser eigenes Gemüse nicht abmähen, wa? So, 1950, du hast keinen Zugang zu diesem Land, das wissen wir. Also geht es jetzt haargenau hier weiter. 4000, stopp! Halt, Ballen abladen. Wo rollen jetzt die hin? Hallo? Hallo? Stopp! So. Ey, liegen bleiben. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Bist du fertig? Abwerfen, weiterfahren. Klappt doch. Gut, und dann müssen wir nämlich nachher mit dem Radlader und dem Fliegel die Ballen einsammeln. Habe ich überhaupt einen Greifer dafür? Da brauche ich doch einen speziellen Greifer, wa? Hoffentlich kostet der weniger als 14.000. Ansonsten muss ich wieder irgendwas gucken und... Was ist denn hier los? Ach, da sind Baumstuppen. Ja, da muss ich mir mal eine Stubbenfräse besorgen. Und dann die Baumstuppen auch wegfräsen. So. Ab durch den Wald hier. Was denn da? Ach, kann ich das Ding nicht auch wegmachen? Ich bin kein Jäger. Ich brauche das Ding nicht. Und wenn du jetzt hier glaubst, festhängen zu müssen, dann säge ich diesen Baum weg. So.
Jetzt sind wir wieder in der Spur. Und es geht weiter. Ah, super. Jetzt haben wir schon 2, 4, 6, 8 Ballen. Da gab es doch mal diesen Ursus Ballensammler, oder? Muss ich mal gucken. Ballentechnik. Da. Da. Ladewagen. Nee, das ist der große. Den haben wir schon. Den hier. 39.000. Okay. Fliegelschmetterling. Wie funktioniert denn der? Ein Ballensammler erleichtert den Transport von Ballen. 2200. Ach so, da fährt man hier mit zwei rein. Da klappt man den ein. Die 2200 haben wir. Okay. Hast du nicht gesagt, ach so, der ist noch nicht voll. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Und da geht schon wieder ein... Ja, in die Richtung kannst du fahren. In die Richtung kannst du rollen, das stört mich nicht. Das ist mein Land. Super. Wie sieht eigentlich unser Feld? Wieso ist da nichts gesät? Ach. Johnny, 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 wenn man dich schon mal was machen lässt. Wir sind erste Wachstumsstufe, das ist gut. Unkraut! Ich sehe Unkraut! Okay, Ballentechnik beendet. Und ihr düngt es auch nicht. Den machen wir noch. So, wenden. Und ein Streifen geht noch. Und danach geht's ins Unkraut. Dazu brauchen wir unseren Pflege-Johnny. Wir haben ja extra den Fendt auf Pflegebereifung umgestellt. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Ja, das wissen wir. Das Feld darf ich gar nicht kaufen, weil ansonsten kann ich das gar nicht als Wendemarke nehmen. Weil ich sonst meinen eigenen Acker wegflüge, wegmähe. Jeep, Jeep. So. Jetzt kannst du das hier noch einsammeln. $950. Mähwerk abschalten. Mähwerk heben. Ist er schon. 4000. Okay. Abwerfen.
Nein, falscher Knopf wieder. Ich krieg das immer wieder hin. Also, der macht den Pickup hoch. Genau. So, der wirft die Ballen raus. So. Stehen bleiben. Der macht den Motor aus. Und jetzt laufen wir mal schnell zu unserem... Oh, 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 oh. Unkraut, Unkraut. Fendt. Jetzt wird gestriegelt. Wo steht der Striegel? Da hinten. Na toll. So, das Ding muss weg. Ernsthaft? Ja, jetzt angestellt. Da ist doch gar nicht so festhängen. So. Herrje nochmal. Wow, 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 nicht so hektisch. So. Alles klar. Jetzt können wir endlich den Striegel holen. So. Jupp. Und let's go. Juhu! So, Vollgas! Da ist ja nicht mal gesät. Johnny, 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 du bist eine Pfeife. Und dafür dann die hohen Lohnkosten. Alles klar. Ich werde jetzt hier durchstriegeln. Und wir sehen uns dann wieder, wenn der Acker fertig ist. Mehr oder weniger. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und see you later.